Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, wir beraten heute zwei Anträge, die sich mit derselben drängenden Problematik in unserer Stadt beschäftigen, nämlich mit der wachsenden Zahl von Familien mit Kindern, die wohnungslos sind. Die großen Wohlfahrtsverbände, die Beschäftigten aus Hilfeeinrichtungen weisen seit langem darauf hin. Um die 2600 Kinder leben aktuell in Berliner Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Der Hauptgrund dafür ist, dass ihre Eltern Mietrückstände hatten und ihnen daraufhin die Wohnung gekündigt wurde oder sie zwangsgeräumt wurden. Der Markt für bezahlbaren Wohnraum ist leergefegt und wer keine Mietschuldenfreiheitserklärung vorweisen kann, hat erst recht kaum eine Chance. Und unabhängig von der desolaten Wohnungssituation gibt es eine wachsende Zahl von Menschen, die von den Lebenshaltungskosten erdrückt werden, die bis zuletzt versuchen, ihre Miete dennoch zu zahlen, bis es nicht mehr geht und sie in der Verschuldung landen. Die Jobcenter gehen ja bekanntlich auch nicht gerade zimperlich mit ihren Kunden um und drängen auf Umzüge, obwohl sie wissen, dass es nahezu aussichtslos ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden, speziell für Familien mit mehreren Kindern. Am Ende dieser Prozesse steht dann immer häufiger der Wohnraumverlust. Dazu kommen immer mehr Menschen, zum Beispiel aus Südosteuropa, in die Stadt, die hier noch nie eine Wohnung hatten, und eine ebenso wachsende Zahl von Menschen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, aber trotzdem in unserer Stadt bleiben. Wer Glück hat, kommt bei Bekannten unter oder in einer der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Wer Pech hat, muss in Auto, Park oder leerstehenden Gebäuden übernachten. Kein Mensch gehört auf die Straße, aber Kinder ganz besonders nicht. Und hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn die Plätze der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe reichen nicht hinten und vorne. Sie müssen Familien mit Kindern wegschicken, weil ihre Kapazitäten erschöpft sind. Die Häuser sind auch deshalb rappelvoll, weil Menschen nun mal nicht wieder ausziehen können, wenn sie keine Wohnung finden. Bis zu 18 Monate lang essen, schlafen, arbeiten und spielen ganze Familien in nur einem Raum, ohne Rückzugsmöglichkeiten für Erwachsene oder für die Kinder. Das ist eine enorme Belastung für alle Beteiligten. Die Einrichtungen sind weder räumlich noch personell auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien eingestellt, bei aller Mühe, die sich die Mitarbeitenden vor Ort geben. Wir haben im Ausschuss gehört, dass die Unterbringungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern in Berlin von 24 auf 30 Plätze aufgestockt werden sollen. Das klingt in Anbetracht der Situation leider wie ein schlechter Witz. 2600 Kinder, Tendenz steigend. Was ist also zu tun, oder besser gefragt, was ist zuerst zu tun? Es müssen für die sofortige Hilfe ganzjährige niedrigschwellige Angebote geschaffen werden, die kindgerecht sind und wo es pädagogische Betreuung und Beratung für die Familien gibt. Wir brauchen schnellstens eine berlinweite Erfassung der Zahl Wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Familien mit Kindern, damit zum einen präventiv gehandelt werden kann und der Wohnraumverlust gar nicht erst passiert und damit wir zum anderen endlich einmal wissen, wie viele Unterbringungsmöglichkeiten überhaupt gebraucht werden, für den Fall, dass Prävention zu spät kommt oder gar nicht möglich war. Die Zahlen gibt es in den Bezirken, sie müssten nur zusammengeführt und aufbereitet werden. Uns wird immer gesagt, das ginge alles nicht, obwohl es in anderen Metropolen wie München oder Hamburg sehr wohl geht. Der Senat agiert hier leider nach dem Motto, wo keine Zahlen, da kein Problem. Dabei haben wir hier immerhin auch einen Kinderschutzauftrag, und diesen umzusetzen kann nicht heißen, dass Familien auseinandergerissen werden, indem man die Kinder in Obhut nimmt. Das ist definitiv nicht die Lösung, passgenaue Hilfen sind die Lösung. Wir brauchen dafür schnell eine ressortübergreifende Zusammenarbeit auf landes- und auf bezirklicher Ebene für die Entwicklung von Verfahren und Strukturen für die ganze Stadt. Uns ist in einer Anhörung berichtet worden, dass gerade die Schwächsten mit ihren Problemen im Kompetenzgerangel zwischen den Behörden aufgerieben werden. Das muss ein Ende haben. Land, Bezirke, Träger, Institutionen und Einrichtungen müssen gemeinsam an der Umsetzung und Entwicklung geeigneter Maßnahmen arbeiten. Dabei wird sich zeigen, wie und welche Ressourcen aufgestockt werden müssen, denn dass die Berliner Unterbringungsleitstelle hoffnungslos überfordert ist und dass die sozialen Wohnhilfen ebenso wie die Jugendämter am Limit arbeiten, ist ja schließlich kein Geheimnis. Wichtig ist, es muss endlich etwas passieren. Warum wurde es in der ganzen Legislatur nicht geschafft, die Leitlinien zur Wohnungslosenhilfe vorzuschreiben? Falls Sie das gerade tun, ist dringend auch der Aspekt der Wohnungslosigkeit von Kindern mit Familien zu berücksichtigen. Bei der Gelegenheit können Sie auch gleich mal die fertig geschriebene Strategie gegen Kinderarmut auf den Tisch packen. Die liegt ja seit fast einem Jahr
bei der Sozialverwaltung zur Gegenzeichnung in der Schublade. Vielleicht steht da ja schon einiges Hilfreiches drin. Auch an dieser Stelle ist die ganze Legislatur lang nichts passiert. Das ist unverständlich angesichts der dramatischen Situation. Lassen Sie es uns aber jetzt im Ausschuss konstruktiv behandeln. Danke.